Auch hier muss ich eine kleine Korrektur vornehmen, denn auf dem Stimmzettel steht, Clara ist 9, aber Clara ist erst 8. Vielleicht hat sie auch ein bisschen geschummelt bei der Bewerbung jedenfalls. Sie ist erst 8, sie ist also unsere, du bist 9. Dann ist Clara unsere jüngste Teilnehmerin. Und Clara Komski hat bei Jugend musiziert gewonnen. Und auch Clara hat sich etwas überlegt, aber sie hat auch ein Pflichtstück ausgewählt, was es schon gibt. Und ihr Papa stellt ihr jetzt eine kleine Bank hin, denn Clara kommt noch nicht ganz ans Pedal. Da gibt es so wunderbare Vorrichtungen und Konstruktionen. Clara, dann komm doch mal zu mir auf die Bühne. Hallo, da ist sie. Clara Komski, meine Damen. Ja, ich seh das ein. Komm, wir gehen mal rüber zum Flügel. Clara, du bist 8 Jahre alt. Papa stellt das jetzt ein für dich. Hier haben wir ein Pad. Das brauchst du nicht, du spielst auswendig. Toll, setz dich mal hin. Passt alles so für dich? Und auch du hast dir etwas Visuelles überlegt. Das werden wir gleich sehen. Ein selbstgemaltes Bild. Und was für ein Stück spielst du denn? Ghost Story. Ghost Story. Das heißt Geistergeschichte auf Deutsch. Von wem ist denn das? Von Pescanov. Von Pescanov. Wie bist du denn darauf gekommen? Ich bin darauf gekommen, weil ich einfach irgendwie Geister mag. Liest du Gruselgeschichten? Ja. Darf sie das? Das wissen die Eltern gar nicht, ne? So heimlich unter der Decke nachts, und dann gruselst du dich auch, richtig? Ja. Ja. Und die Musik ist auch ein bisschen gruselig? Ja, schon ein bisschen. Schon ein bisschen, da sind wir jetzt sehr gespannt drauf. Also du spielst jetzt Ghost Story, und einen Ghost werden wir auch gleich dazu sehen. Meine Damen und Herren, hier ist Clara Komski. Bitteschön. Ja.